Also man kann jetzt schon offiziell sagen, ich habe Hello Kitty gespielt. Also noch nicht. Jetzt kann man es sagen. Okay, es kann Äpfel stapeln. Und zwar immer in die genau Gegenteilrichtung, wo ich stehe. Okay. Also sind jetzt Hello Kitty Sprites hier, wo ich drauf stehe, oder was? Na gut. Oh, hier sind auch Gegner. Oh. Okay. Alles langsam. Kann ich da rein, oder was? Oh, kann ich? Kabum! Alles tot. Also nicht alles, anscheinend. Toll. Diese Wolke. Oh man, das ist so ein verrücktes Spiel geworden. Was ist hier nur los? Ey, hier komme ich ja gar nicht lang. Okay. Müssen wir uns was anderes ausdenken? Ach, der schmeißt Geld, der Lucky Two da oben, oder was? Ist ja nett. Trotzdem töte ich ihn und nehme seine Wolke mit. Er wollte mir nur was Gutes tun. Und ich bin trotzdem ein Mörder. Ich bin auch so ein Kätzchen. Was habt ihr denn gedacht? Und Level geschafft, Level geschafft. Habe ich jetzt abgekürzt oder was? Ich weiß es gar nicht. Egal. Nehmen wir es einfach hin. Oh. Ja, eine Hello Kitty-Version von der Siegermelodie. Fantastisch. Sonst noch was? Okay, wir haben Baby Metal, wir haben Hello Kitty, wir haben irgendwelche japanischen Figuren, die ich nicht kenne. Aber jetzt mal ehrlich, wo ist Shrek? Wann kommt Shrek? Ich will Shrek. Schauns Maulwurf Schabernack. Ja. Kein geringerer als Artmans weltberühmter schauender Schaf stand Pate für diesen Level. Marios ganzes Geschick ist gefragt, um den gewieften Fallen einer ganzen Meute, nicht einer Menge. Ich frage nur gerade, wieso Mario? Okay, von Mounty Maulwürfen auszuweichen. Nur wenn du den Level schaffst, bekommst du die locker flockige schauender Schaf Belohnung. Copyright Artman Animations LTD 2016. Wow, der will noch sein Copyright da reinbohren. Schauen das Schaf. Okay. Ganz ehrlich, ich wusste gar nicht mal... Okay, achso, man spielt als Mario, nicht mal als schauender Schaf selbst. Ich habe nicht mal gewusst, dass schauender Schaf überhaupt so berühmt ist. Ehrlich, okay, ich weiß, es gab einen Film davon und das kam nur bei Sendung mit der Maus, aber schon... Weiß ich nicht. Da war ich schon ein bisschen zu alt, glaube ich, als das lief. Ich wusste nicht, dass das tatsächlich in Mario Maker noch mit reinkommt. Okay, klar, bei den meisten Sachen weiß ich das nicht, weil man einfach damit überhaupt nicht rechnet. Oh. Wow, scheiße. Gut. Oh, jetzt habe ich das Ding auf dem Kopf. Das ist doch fantastisch. Oh, fuck, wo kommen denn diese Maulwürfe her? Ich schaff's nicht hoch. Tja, dann nicht. Moment. Ich will aber ein Item hier haben. Und ich verliere es genauso schnell. Nein, doch nicht. Mario mit Deckel auf dem Kopf. Checkpoint. Muss ich alle Maulwürfe töten, um das schauende Schafabzeichen zu kriegen, oder was? Oder wie darf man das jetzt verstehen? Wo muss ich einfach nur lebend hier rauskommen? Ach man, ich will da gar nicht hoch. Okay, der Maulwurf schießt mehr Maulwürfe raus. Wow, das sind echt viele. Yeah. Okay, ich muss wohl in die Röhre. Oh. Okay. Oh oh. Der kann so eine Kacke schießen. Ja, gehen wir erstmal weiter und gucken mal. Kann man das hier reinlenken vielleicht? Hm, sah jetzt nicht so aus. Oh, eine Ranke, geil. Okay, damit habe ich es schon mal viel einfacher, da hochzukommen. Bowser. Aber es ist nicht wirklich Bowser, es sind Maulwürfe.
Oh, cool, in meinem Kopf konnte ich das abwehren, weil ich diesen Deckel da auf mir drauf habe. Ist ja voll cool. Ich meine, ich weiß klar, dass man das haben kann, als Power-Up irgendwie, diesen Deckel, aber ich habe das so selten jetzt gesehen erst, dass ich gar nicht weiß, wozu es überhaupt in der Lage ist oder in der Lage war, bis ich es verloren habe. So, jetzt habe ich erstmal hier klar Schiff gemacht. Oh, das war jetzt nicht so schlau von mir. Bah! Okay. Cool. Kriege ich jetzt das schon das Schafding oder wie läuft das? Ich weiß das gar nicht mehr. Wenn da irgendwas stand. Okay, ich hab's bekommen. Da, 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 da. Ich hab jetzt den. Ist ja cool. So. Geschafft. Oh, und das letzte. Okay. Sea Sirens gegen Blooper. Allmeldung aus dem Tintenfisch-Forschungslabor. Die Sea Sirens wurden in der Welt von Super Mario Maker gesichtet und die Tintenfische dort empfangen sie nicht sehr freundlich. Aber Aioli und Limone werden ihnen schon zeigen, dass sie sich nicht herumschubsen lassen. Mögen die spritzigeren Tintenfische gewinnen. Okay. Splatoon. Was denn noch sonst? 1 oder 2? Wir nehmen die zweite Tür. Okay, die Dinger haben die Form von Quallen. Okay, jetzt bin ich das. Oder die, ich weiß es nicht. Wow, wenn ich mich ducke, dann werde ich zum Tintenfisch. Ist ja voll cool. Oh, und unter Wasser auch. Cool. Da kann ich mal auch kurz ein Mensch sein. Wo ich jetzt dahin überhaupt? Ich weiß nicht. Oh, irgendwie nicht. Ist ja gar nichts. Okay, Moment. Ich muss erstmal rausfinden, wo ich hier genau eigentlich hin muss. Vielleicht in die Röhre? Ja, okay. Das ist die Lösung. So, habe ich schon alles. Was soll das darstellen? Ich habe keine Ahnung. You are a squid now. You are a kid now. Oh fuck. Okay, das war ich mal. You are quit now. Was? You are a kid now. Oh Mann, wie komme ich jetzt da hoch? Okay. Problem gelöst? Fragezeichen. Yo! Geschafft! Okay, jetzt die Frage, es gibt ja wohl anscheinend auch wieder so 2 Quallenviecher. Kriege ich jetzt auch nur eine und muss das dann nochmal spielen? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass ich das Level irgendwie nochmal machen muss. Und dann haben wir auch fürs erste alle Event-Levels. Ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt, wo ich das hochlade, ob da vielleicht sogar schon neue dabei sind. Kann sogar locker sein. Aber, naja. So, Tür 1 diesmal. Scheint ähnlich zu sein, aber ich glaube, jetzt kriegen wir so ein anderes Viech. Okay. Ich sag bloß, jetzt müssen wir das gleiche hier machen. Nur jetzt sind wir pink. Okay, diesmal war der Weg ein bisschen offensichtlicher. Und jetzt komme ich wieder an derselben Stelle raus. Also das hier kennen wir ja wieder. So, da lang. Und geschafft. Und cooles Platoon-Musik. Ja, darf ja nicht fehlen, gehört dazu. Das Level ist beendet. Ja, okay, tatsächlich mussten wir zweimal durchspielen, um 2 freizuschalten. Und damit haben wir jetzt die Event-Levels durch. So, was uns aber noch bleibt, auf jeden Fall noch viel, sind Baumeister.
Und zwar offizielle Baumeister. Und ich meine, es gab ja von allen immer so ein Level oder zwei. Und seit einiger Zeit gab es schon viele Updates. Also das sind jetzt hier alles neue Levels. Also die mit den Fahnen habe ich ja wohl schon gespielt. Aber die habe ich noch nicht gespielt. Das heißt, ein Level mit Yoshi. Los geht's. Mashikos Levels. Okay, ich kann es kaum erwarten, hier Yoshi zu kriegen. Yoshi? Da ist Yoshi. Yeah. Oh, Moment, diese ganzen Miiverse-Dinger fucken mich ein bisschen ab im Hintergrund. Was sollen die denn da? Moment, kann ich das nicht ausstellen? Nein. Oh Gott. Ja, so ist besser. Sonst sieht das voll doof aus. Hey, noch ein Yoshi. Wie schön. Wir gaunern uns einfach hier oben lang. Oh, das war's schon. Okay. Hey, Mann, wir waren vielleicht 30 Sekunden in diesem Level oder so. Ja, dann ist ja gut. Das war ein Level mit Yoshi. Sogar mit zwei Yoshis. So gesehen. Aber es war ordentlich kurz auf jeden Fall. So, es lädt, warum lädt es so lange? Okay. Geschafft. Und beenden. So, okay. Wenn alle Level zu kurz sind, das sind die natürlich nicht. Wäre man hier relativ schnell durch. So. Mashikos Wettstreitlevel. Okay, hat wohl einen hohen Schwierigkeitsgrad. Guck mal auf die prozentuale Abschlussrate und die ist etwas über 5% nur. Also scheint wohl schwer zu sein. Schauen wir mal. Ich pack da schon. Ich pack alle Levels. Naja, es gab wenige Ausnahmen. Oh. Ja, ich verstehe schon ein bisschen die Schwierigkeit. Oh, Moment. Muss ich mir nicht... Ah, scheiße. Ja. Geil. Geil. Wirklich. Auf eine Kanone drauf und dann in den Tod gehüpft. Ich weiß nicht, ob man den wechseln muss oder ob der immer wegspawnt, wisst ihr? Das ist es halt. Egal, jetzt bleibe ich einfach mal hier drauf. Ich habe gerade einen Lauf. Scheint wohl nicht weg zu spawnen. Oh doch, das tut sie. Irgendwann, kurz bevor ich hier durch war. Checkpoint wäre jetzt Bombe. Ja, kriege ich. Sehr gut. Und ein Yoshi. Okay. Ups, aber nicht weiter schlimm. Okay. Achso, was denn? Moment. Achso, ich kann hier eine Flamme aufheben, aber naja. Wow. Ey, bleib mal bei mir. Hier. Stirb. Haha. Das fühlt sich gut an. Ich meine, Kettenhunde kann man ja echt nur selten töten. Und wenn es dann mal einmal im Millennium soweit ist, dann freut man sich natürlich auch total. So, mal sehen, was habe ich denn hier? Nur Geld. Okay. Aber Geld ist ungefähr das Unnötigste, was es in diesem Spiel gibt. Also, mir scheißegal. Oh, fuck. Wie soll ich denn hier irgendwie wieder... Oh, ah, mit einer Wolke. Okay, das könnte klappen. Puh, scheiße, ey, vor der Parcours. Ah, okay, tschüss. Yoshi muss mitsterben, tut mir leid. Man muss einen Guten und einen Bösen killen. Also, ein Ehrenmann hätte jetzt wahrscheinlich Yoshi gerettet. Lieber alle leben lassen, anstatt einen Freund und einen Feind zu killen, aber nicht ich, Alter. Ich töte einfach jeden, wenn es sein muss. So, okay, aber ich habe es eigentlich relativ gut gelöst. Klar war es schwer, auf jeden Fall, aber habe ich hinbekommen. Okay, es sind echt fast 6%, die es gelöst haben. Und jetzt kommt Schlüsseltür-Level, das letzte Level bis jetzt vom Mashiko. Hat eine etwas höhere Lösquote, aber trotzdem noch anspruchsvoll. So, was werde ich? Ach, natürlich. Was denn noch sonst? Ich bin diese Frau. Kranke? Ja. Und da oben entdecken wir... Achso, wir müssen 5 rote Münzen wohl sammeln. Anscheinend. Okay, da komme ich schon mal nicht rein. Da komme ich erst hin, wenn ich die alle habe. Hä, und hier gibt es ja auch nichts. Okay. Dann bleibt uns wohl nur diese eine Tür da übrig.
Mal schauen. Wow. Boah, hier geht's ja voll zur Sache direkt. Ah, Hilfe, ey. Hier ist ja gar nichts. Wieso ist denn hier nichts? Hier ist ja echt nichts. Was? Okay, wie geht das Level? Hier war nichts. Irgendwie. Geht's hier nach rechts vielleicht? Nee. Auch nicht. Tja, schade, schade. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Level weitergeht. Habe ich am Anfang was verpasst? Moment. Ich meine, das ist ein Raum, wo es nichts gibt. Also da, wo diese Tür war. Ich gehe nochmal zurück. Habe ich hier schon 5 Münzen verpasst? Irgendwie auch nicht, oder? Okay, wo habe ich jetzt was falsch gemacht? Ah, der Geist. Da geht's ja auch nicht weiter. Da auch nicht. Okay, dann gehe ich noch mal zu den Geistern wohl. Die drin. Ach, scheiße. Ach, ich muss gar keine Münzen sammeln dazu. Ich habe einfach nur einen Schlüssel suchen müssen. Ey, ich dachte aber, ich hätte alle Blöcke gedrückt. Weißt du, weil ich habe mir schon gedacht, es könnte ja was in so einem dieser Musiknotenblöcke drin sein. Aber, naja. Gut, jetzt wissen wir es. Habe ich wohl den letzten nicht gedrückt. Jetzt müssen wir Münzen sammeln. Das habe ich aber nicht da oben geguckt. Was sind wir da? Achso, da müssen wir am Ende hin wohl. Gut. Aber irgendwie brauchen wir einen P-Switch, oder? Ach du Scheiße, und jetzt? Da ist der P-Switch. Mist, ich wollte da gar nicht rein. Ah, okay, jetzt wissen wir zumindest, was das für einen Zweck hat. Der letzte wird ein bisschen frustrierend zu holen sein, glaube ich. Ah, shit. Ja, ich hab ihn. Okay, nett, dass dieser lustige Pi-Weg mich hier zurücktragen wird. Also, ohne dass ich zurücklaufen muss, meine ich, so eine Abkürzung ist. So, dann können wir in Ruhe hier rein und haben es offensichtlich geschafft. Okay, das ist nice. Okay, Mann. Boah, da müssen wir durch. Also, teilweise. Also, noch nicht durch. Es gibt ja auch diese anderen Level Creators. Und ja, die haben ja auch noch viel zu zeigen, aber Mashiko sind wir durch. Also mit Mashikos Levels. So, ich würde sagen, beim nächsten Mal mache ich dann weiter. Übrig bleiben dann Levels von Bowser, Hund, Yamamura, Speicherbord, Radierer, Frosch und Sittich. Und überall sind ein paar neue Levels erschienen von denen. Also, seid gespannt und hoffentlich ist das auch interessant genug für euch, weiß ja nicht. Ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr Bock habt. Bis dahin.